großen Mauersteine. Wir kommen aus Fabriken und Büros. Wir haben manchmal Arbeit, manchmal keine. Wir sind ja Brotherren, einen immer bloß. Ich bin unehelich, meine Mutter musste arbeiten gehen, bekam ja keine Unterstützung. Und dann war ich in der Untergrünewalder Straße im Kinderhort. Und abends holte mich dann meine Mutter ab. Dann war ich 2 Jahre, da brach der Erste Weltkrieg aus. Und meine Mutter musste in den sogenannten Pulverfabriken, also in Munitionsfabrik arbeiten. Und holte sich dort eine Leberkrankheit. Das war 1917. Und ich wurde abends auf jeden Fall nicht abgeholt, zumindest nicht von meiner Mutter. Aber es kamen 2 Frauen, die nahmen mich dann mit zu dem Waisenhaus in der Achenberger Straße. Und zwar mit der Begründung, dass meine Mutter also mich nicht versorgen kann. Sie lag ja im Krankenhaus. Und dann wurde ich dann ins Waisenhaus geschafft. Als meine Mutter nun wieder gesund wurde, da hat man mir ihr aber nicht sofort wiedergegeben, sondern mit der Begründung, sie könnte mich ja doch nicht versorgen, weil sie arbeiten gehen müsste, haben sie mich denn da gehalten, auch trotz Protest meiner Mutter. Und ich bin dann buchstäblich durch die Revolution aus dem Waisenhaus befreit worden, denn dann kam ich endlich zu meiner Mutter. Das ist ein Thema, ich war Kind und plötzlich fuhr am Platz der Republik, früher Exerzierplatz, fuhr die Reichswehr auf, im Schreierei, Fenster zu, es wird geschossen. Naja, meine Mutter war neugierig, sie ging an das Fenster, statt zuzumachen, aufgerissen. Ja, dann hat sie aber runter runtergerufen, dann schießt doch ihr Schweine. Ja, ich hatte Angst, wie sonst was, haben in den Rockschuss gehangen. Mama, Mama, komm, komm, komm vom Fenster weg. Ja, die hat ja noch geschossen, ein Schuss ging in die Decke rein. War ja 4. Etage, so von unten hochgeschossen. Naja, ich habe meine Mutter gelassen, bin in die Küche hinter den Ofen gerannt, da war so eine Ecke, da habe ich mich hingekauert. Naja, hat das eine Zeit gedauert, dann war die Knallerei am Ende. Da hörte ich den Hurra-Ruf und naja, allgemein. Da hab ich dann auch noch mal geguckt, die Reichswehr, die war am Abhauen. Tja, da war dann in der Haussuchung, zwei Männer, die kamen rein und zeigten dann ihren Ausweis, sonst hätte meine Mutter sie da nicht suchen lassen. Der eine wollte in der Küche und der andere im Schlafzimmer, das hat sie dann nicht geduldet. Das war damals verboten, das brauchte sie nicht. Ne? Sie könnte nur auf einen aufpassen, hat sie gesagt. Und dann sagt der eine, Mann, sie, wir stehlen Ihnen was. Und dann hat sie gesagt, ich habe eher befürchtet, ja, sie legen mir noch etwas hier hin. Und ja, und dann haben sie denn gesucht und nichts gefunden. Und ja, dann gingen sie irgendwie wieder. Ja, und dann hat meine Mutter mich losgeschickt, also zu Bekannten zu gehen, die zu benachrichtigen, aber ich musste den Umweg machen, damit ich sehen konnte, ob mir jemand folgte. Aber mir ist nicht jemand gefolgt, wahrscheinlich war ich zu klein. Die trauten das so einem ganz kleinen Kind nicht zu, aber ich war 2 Jahre älter, wie ich aussah. Aber ja, dann bin ich dann meistens die unten an der Gasse und in die Flensburger Treppe rauf. Und die ist sehr übersichtlich. Also wenn mir da einer gefolgt wäre, die auf jeden Fall gesehen. Ja. Bis oben an der Paradestraße. Und da musste ich rechts ab. Da wohnten direkt um der Ecke rum wohnten die Leute. Wenn da jetzt jemand Fremdes war, den ich nicht kannte, dann habe ich meinen Mund gehalten. Und dann sagte der aber schon, der Hausbewohner da, also, du kannst ruhig reden, das ist ein Genosse. Ja, dann habe ich dem Mensch Sprüchlein gesagt.
Wir waren zu 16 Kindern. Ich habe das selbst nie begriffen, selbst als Kind nicht, dass man so viele Geschwister haben konnte. Und die Paradestraße war natürlich unser Spielplatz. Wir hatten ja keine Spielplätze. Und abends so um 6, 7, dann kam meine Mutter raus und stellte sich auf den Bürgersteig und schrie ganz laut, alles was Krähkamp heißt, reinkommen. Und ihr werdet euch wundern, die Straße war leer. Mein Vater war, damals sagte man Lagerhalter, heute würden die Leute sagen Filialleiter einer Konsumstelle, also eines Konsumlagers. Das hieß also Lager Nummer 15 in der Breddestraße und meine älteste Schwester war schon berufstätig. Und so vom Familieneinkommen haben es meine Eltern dann auch ganz gut hingekriegt. Zumal meine Eltern ja aus dem Schneidergewerbe kamen, waren sie in der Lage, unsere Garderobe selbst herzustellen, was natürlich für viele Familien eine große Ersparnis war. Also ich habe also Not in dem Sinne nicht kennengelernt. Dies ist also meine Schule. Hier bin ich also 8 Jahre zur Schule gegangen und diese Schule ist eine weltliche Schule gewesen, in der also kein Religionsunterricht erteilt wurde, sondern lediglich Religionslehre. Wir hatten also sehr gute Lehrer, die auch meinen späteren Lebensweg mitgeprägt haben, neben meinem Elternhaus. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und ich gehe auch gerne täglich hier vorbei und hängen auch schon mal alten Erinnerungen nach. Wir sind die Kinder rechtloser Proleten. Wir haben keine goldene Jugendzeit. Wir können nicht zu guten Göttern beten. Wir wollen schnell ihr Geschichten wettbewerben. Ich bin mit 16 Jahren in die kommunistische Jugend eingetreten, kommunistischen Jugendverband. Das war so, das war eine verhältnismäßig leichte Sache. Der kommunistische Jugendverband war damals in der Schule Marienstraße. Und zwar, wenn man von vorne sieht, auf der linken Seite. Und ich habe hinterher des Öfteren darüber nachgedacht, wie das Leben, ich bin ja in verschiedenen Jugendorganisationen gewesen, wie das Leben im kommunistischen Jugendverband nun eigentlich auf jüngere Menschen wirken musste. Und hinterher habe ich mich manchmal selbst bewundert, dass ich da drin geblieben bin. Nicht etwa, weil die eine schlechte Sache vertraten, aber wie sie vertraten. Es war so umständlich, so gehoben, möchte ich mal sagen. Sie sprachen zum Beispiel da von den Ecki-Plenum, also Exekutivkomitee heißt das Plenum, also aus der Sowjetunion, und die Beschlüsse davon. Und davon hatten wir als junge Menschen ja herzlich wenig Ahnung von dieser Theorie und auch von der Organisationstheorie. Aber ich habe dann einen Ausweg gefunden und lernte dann auch Naturfreunde kennen. Ja. Außerdem war ich noch in der Gewerkschaftsjugend damals. Das war auch ganz interessant. Ich war eigentlich einmal hier, einmal da und habe in allen drei Organisationen auch zur gleichen Zeit praktisch gearbeitet hier. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir sind junge Garde des Proletariats. Und dann warst du Mitglied der anarchistischen Jugend? Ja, gut, da habe ich mir nicht viel bei gedacht. Ja, da war ich 17, ne? Ja, da gab es schon mal Ausflüge, ja, wir sind irgendwo hingefahren, so mit dem Lastwagen meistens, der nach Düsseldorf oder so. Krefeld oder nachdem, da war denn irgendetwas los und da waren dann Vorträge. So. Da haben wir den dran teilgenommen. Versammlungen haben wir besucht, alle Versammlungen. Und Veranstaltungen, ganz gleich, von wir, Kommunisten, Sozialdemokraten und Wahlversammlungen vor allen Dingen. Und der Anarchismus, das war da was ganz Besonderes, Wunderbares. Ist es auch. Warum? Wenn man da wörtlich nimmt. Aber dann darf man kein Mensch mehr sehen, dann muss man schon Engel sehen. Ne?